Mein Name ist Hossein Musay Faraz. Heute unterhalte ich mich mit Jan Steuer. Jan studiert im Master Fotografie Study and Research an der Folkwang Universität der Künste. Hallo Jan. Hallo Hussein, danke, dass ich da sein darf. Okay. Wir kommen zum ersten Frage. Welcher Weg bist du gegangen, um in Fotografie und Research zu kommen? Also im Bachelor habe ich Theater, Film und Medienwissenschaften studiert in Frankfurt. Und gerade in Filmwissenschaften gab es schon viele Parallelen zur Fotografie. Und ich fotografiere auch seit jetzt 10 Jahren selber leidenschaftlich und ja, bin dann über meine Arbeit bei der Kunststiftung DZ Bank auf diesen Studiengang getroffen und habe den Herrn Siegel kennengelernt. Und ja, dann ist es so passiert. Jetzt bin ich hier. Ja, dann, ich wollte fragen, hast du vorher andere Wahl? Ich meine, in der über die Universität, hast du andere Wahl, vielleicht auf andere Universität zu bewerben oder nicht? Genau, ich hätte beinahe in Frankfurt den Master Filmkultur gemacht. Da ich aber doch der Fotografie mehr abgewinnen kann als dem Film, weil Film tatsächlich nochmal eine ganze Ecke theoretischer sein kann, finde ich. Und eben halt auch hier die Möglichkeit gegeben ist, praktisch auch zu arbeiten und das mich auch schon immer interessiert hat, habe ich mich für den Fotografiestudiengang entschieden. Und hast das Studium bis jetzt an der Universität deinen Blick auf den Fotografie verändert? Ich glaube, es ist so gerade ein bisschen dabei, sich zu verändern. Also vor allem im wissenschaftlichen Bereich, weil ich schon hauptsächlich immer Fotografie als Kunst am meisten gewertschätzt habe. Und ich finde, Kunst sollte den Blick auf die Welt irgendwie versuchen zu verändern von einzelnen Personen, die Rezipienten der Kunst sind. Und das hat Fotografie für mich immer am meisten gemacht. Auch im Nicht-Ausstellungskontext oder im Fotobuch, sondern Fotografie hat schon immer für mich irgendwie neue Perspektiven aufgemacht. Und hier kommen nochmal neue dazu. Also es öffnet sich irgendwie immer weiter, dieses Medium für mich. Und soweit ich weiß, und du hast gesagt, dass du machst auch selbst Fotos. Was motivierst du dich, Bilder zu machen? Also ich glaube, ich bin in erster Linie spricht man von Dokumentarfotograf. Das heißt, ich habe immer eine Kamera dabei. Auch heute habe ich immer meine kleine Filmkamera dabei. Und einfach alles, was mich aus irgendeinem Grund anspricht, und das sind viele Dinge, wenn ich die Kamera dabei habe, dann fotografiere ich die auch. Und oft ist es dann so, dass ich irgendetwas ganz besonders interessant finde. Dann komme ich auch nochmal zurück und nehme mir mehr Zeit für das Bild. Aber es geht mir schon auch irgendwie so da, ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen, dass ich die Momente auch einfange, weil ja, irgendwie gehen sie ja sonst schon verloren. So sind sie eben gebannt in dieser Fotografie, in diesem Medium und gerade bei der analogen Fotografie eben auch direkt physisch auf dem Filmstreifen, auf der Fotoemulsion. Ja, genau, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Sammeln von Momenten am meisten für mich. Welche Technik verwendest du? Also ich fotografiere eigentlich hauptsächlich analog mit verschiedenen Kameras, hauptsächlich Kleinbildfilm und in den letzten Jahren auch hauptsächlich Schwarz-Weiß. Genau, also ich entwickle den Schwarz-Weiß-Film dann auch selbst und hier an der Folkwang habe ich halt auch die Möglichkeiten, den gut zu digitalisieren. Das war vorher immer ein kleines Problem bei mir. Und jetzt auch, was noch hinzugekommen ist, ist die Arbeit in der Dunkelkammer. Und da dann wirklich rein analog zu arbeiten, das ist auch das, wo ich eigentlich letzten Endes hin will. Ich würde gerne, weil mein Ziel mit meinen Fotos ist es schon am Ende, sie auszudrucken. Und ich würde gerne den digitalen Zwischenschritt komplett streichen. Und genau. Das lerne ich jetzt gerade, mache ich meine ersten kleinen tapsigen Schritte in der Dunkelkammer mit. Ja, und
Wie wichtig ist der fotografische Prozess für dich, weil du studierst gerade Research. Ich meine, die Zusammenhang zwischen dem Prozess der Fotografie und diese Informationen, die du hast über die Fotografie und ja, das studiert Research, ist das. Ja, genau, das liegt irgendwie daran, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben hatte, erstens noch kein Portfolio hatte oder irgendeine Art von Mappe. Und ich glaube, ich auch nicht selbstbewusst genug bin, zu sagen, dass ich wirklich Fotograf werden möchte, weil in dem Fall würde ich halt, wie die meisten, glaube ich, die hier Practice studieren, gerne mit meiner Kunst, wenn man das so nennen kann, mit meiner Arbeit, die mich interessiert, Geld verdienen und eben nicht, ja, Aufträge annehmen, die dann vielleicht Dinge beinhalten, die mich eigentlich an der Fotografie nicht so sehr interessieren. Und ich glaube, das ist nicht realistisch, das nur davon leben zu können. Und deswegen, weil mich auch der theoretische Ansatz reizt, gerade bei Fotografie, glaube ich, ich kann, glaube ich, auch ganz gut reden und schreiben und habe auch schon sehr interessante Texte zu Fotografie und zu Film gelesen und denke auch, dass da noch sehr viel noch nicht erforscht ist und dass da auch noch die Diskussion weitergehen kann. Und ja, deswegen studiere ich den Research Master. Was liest du gerade? Gerade lese ich aktiv keinen Text. Ich habe aber jetzt durch einen Kurs nochmal, beziehungsweise eigentlich zum ersten Mal, von Flusser, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Text heißt, aber wo es eben ganz viel darum geht, Entschuldigung, ich kann das gerade gar nicht so richtig formulieren. Das war im Kontext von einem Kurs, wo es eigentlich um die Farbe Grau ging und wie die philosophisch erdacht wird. Und Flusser sagt eben zum Beispiel so sinngemäß, dass die Schwarz-Weiß-Fotografie weniger abstrakt als die Farbfotografie ist, weil die Farbfotografie mehr versucht zu verschleiern, dass sie also dass sie an sich ein Medium ist und mehr versucht, Realität abzubilden oder einfach ihren theoretischen Hintergrund mehr verschleiern zu versucht, weil wir wissen ja, die Welt ist nicht schwarz-weiß, deswegen wissen wir Ja. beim Schwarz-Weiß eher, das ist eine Fotografie und das ist eben nicht der Baum, den wir auf dieser Fotografie sehen. Und das fand ich immer einen sehr, oder jetzt gerade einen neuen interessanten Denkansatz, weil man ja auch so salopp oft sagt, ja, Schwarz-Weiß, so Fine Art Fotografie, so sehr hoch auflösend und sehr kontrastreich, ist irgendwie abstrakter. Und ja, der ganze Begriff von Abstraktion und auch Wahrheitsgehalt von Fotografie sind, glaube ich, Themen, die mich sehr interessieren. Und ich schäme mich sehr, dass ich jetzt gerade den Namen des Flusser-Texts nicht weiß. Ich glaube, die Leute wissen, welcher es ist. Ja. Ja. Was ist dein nächstes Projekt in Fotografie oder in Forschung? Ich schreibe jetzt gerade an der Semesterarbeit, wo ich noch keinen konkreten Künstler oder Künstlerin habe, aber es soll eben auch um Grau in fotografischer Kunst gehen. Und ja, also was auch wie man das sehen kann, ob es Schwarz-Weiß-Fotografie ist, wie es ja genannt wird, oder ob es eher Graustufen sind, ob Grau eine Farbe ist, viele Farben, wie man das benutzen kann. Und praktisch arbeite ich selber jetzt an einem Portfolio mit Ziel 20 Farbfotografien, 20 Schwarz-Weiß-Fotografien im A4-Format, die ich einfach gerne mal auch zeigen möchte. Und weil ich mich auch gerne einfach für mich praktisch weiterentwickeln möchte. Und ich denke, hier ist auch sehr viel Raum gegeben, um in Austausch mit anderen praktizierenden Fotografinnen zu treten. Und ja, ich möchte auch gerne einfach mal Rückmeldung zu den Fotos, die ich mache, von denen ich glaube, dass sie Potenzial haben oder. Und welche Positionen siehst du für dich nach dem Studium in der Zukunft? Ich würde gerne Kurator werden für fotografische Kunst. Es gibt natürlich dieses
ja, berühmte Krupp-Stipendium, für das ich mich eventuell bewerben möchte. Ich bin mir da aber nicht sehr sicher, weil ich auch eben sehr viel Spaß daran habe, Fotografie oder beziehungsweise Kunst Leuten näher zu bringen, die da nicht so großes Interesse haben. Das ist bei meinem Freundeskreis in der Heimat so ein bisschen der Fall. Und ja, ich würde einfach gerne mit Fotografie arbeiten in irgendeiner Art und Weise. Dann wäre ich schon zufrieden. Auch wenn es irgendwie dazu kommt, auch mal vielleicht ein Bild von mir veröffentlichen, irgendwo zeigen, Rückmeldungen kriegen. Und ja, genau, das ist so. Das sind die Ziele. Sehr gut. Danke für deine Zeit. Das war ein sehr gutes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Dankeschön.